Die Buschbrände im Südosten Australiens richten weiter verheerenden Schaden an. An einem 200 Kilometer langen Küstenabschnitt im Bundesstaat Victoria waren tausende Menschen von den Flammen eingeschlossen und suchten Zuflucht an den Stränden. Die Temperaturen in den Buschbrandgebieten können hunderte Grad Celsius erreichen. Eine tödliche Gefahr, lange bevor die Flammen kommen. Doch nicht nur an den Küsten, auch im Innern des Landes mussten viele Menschen vor den Flammen fliehen. In New South Wales und Victoria gelten seit Tagen mehrere Menschen als vermisst. Seit September kamen durch die Buschbrände in Australien mehrere Menschen ums Leben. Hunderte Wohnhäuser wurden zerstört. Mehr als 3 Millionen Hektar Land gingen in Flammen auf, eine Fläche größer als Belgien. Die australische Hauptstadt Canberra und andere Orte sagten wegen der Brandgefahr ein geplantes Silvesterfeuerwerk ab. Die Millionenmetropole Sydney hält an ihrem traditionellen Riesenfeuerwerk fest, obwohl die Stadt seit Wochen in giftigen Rauch gehüllt ist.